Gerd Bellmann und Volker Träger. Zwei unermüdliche Männer, kreativ und mit dem Herzen dabei. Sie beide zeichnet jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement aus. Für ihren hohen sozialen und kulturellen Einsatz verleiht ihnen die Stadt Freiberg den Bürgerpreis 2015. Mit seinen Kameraden rettet er Leben aus Flammen und Rauch im Sturm und bei Hochwasser. Schon seit seiner Jugend ist es Gerd Bellmanns Passion zu helfen, wo immer er gebraucht wird. 2002 wird er zum Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr im Freiberger Ortsteil Zug gewählt. Seither koordiniert er Übungen und Einsätze, stellt Dienst- und Ausbildungspläne zusammen und sorgt für die Einsatzbereitschaft seiner Mannschaft. Wir sind keine große Truppe, aber ich denke, wir sind eine Truppe, auf die man bauen kann. Die Leute, die bei der Feuerwehr sind, sind mit Herz und Seele dabei, sage ich mal so. Denn wer stellt sich schon hin und sagt, ich rette oder stelle mein Leben zur Verfügung für andere? Im Ernstfall sind bis zu 15 Kameraden zur Stelle. Dann muss jeder Handgriff sitzen. Doch nicht nur für die Sicherheit im Ort engagiert sich Gerd Bellmann, auch das kulturelle Leben hier prägt er ganz wesentlich. Zum Beispiel mit seinem Zuger Brauchtumsverein. Als Mitbegründer und inzwischen Vorsitzender fühlt sich der 55-Jährige den Traditionen verpflichtet und macht sich seit Jahrzehnten stark dafür, dass Zug immer attraktiver wird. So werden nicht nur Wegweiser aufgestellt und Wanderwege gekennzeichnet, auch eine eigene Homepage entsteht für den Freiberger Ortsteil. Mit seinen Mitstreitern plant er außerdem regelmäßige Veranstaltungen, steckt unheimlich viel Zeit in die Organisation und Gestaltung von Festen. Hier, im Zuger Haldenpark, finden die meisten davon statt. Seit mehr als 10 Jahren zählen die Hochneujahrs- und Osterfeuer zu festen Terminen in vielen Zuger und Freiberger Kalendern. Organisationstalent und Ausdauer beweist Gerd Bellmann vor allem im Zuger Festjahr 2014. Über Monate hinweg bereitet er die 175-Jahrfeier mit vor und schafft es, am Festwochenende mit einer historischen Heimatschau erneut zahlreiche Besucher zu begeistern. Es macht mir einfach Spaß. Ich bringe sie in die Reihe. Ich habe einen Rückenhalt zu Hause. Meine Lebensgefährtin hält mir den Rücken frei für solche Maßnahmen. Und ich habe Spaß dabei. Das ist einfach so. Und schon ist er wieder dabei, weitere Pläne zu schmieden. Gerd Bellmann ist die treibende Kraft in Zug, die Menschen zusammenbringt und sie für neue Ideen mitreißt. Ideen und Kreativität sind Dinge, die auch Volker Träger antreiben. Ob als Maler, Wandgestalter oder Keramiker, in der bildenden Kunst lässt der Freiberger seiner Fantasie freien Lauf und das seit mehr als 60 Jahren. Unzählige Bilder und Grafiken entstehen in dieser Zeit. Reliefkeramiken und Wände tragen seine Handschrift. Viele seiner Arbeiten zeichnen das Freiberger Stadtbild. Volker Träger liebt die Kunst und lebt dafür. Auf der anderen Seite ist es auch mein Wunsch eigentlich oder mein Bedürfnis, dass ich habe in meinem Leben sehr viel Glück gehabt und gesundheitlich und alles, und dass ich auch denke, man ist schon etwas verpflichtet, dann auch ein bisschen Glück weiterzugeben. So ist er fast täglich unterwegs, als Dozent und Leiter zahlreicher Projekte und Kurse. Bereits seit den 70er Jahren betreut Volker Träger den Mal- und Zeichenzirkel der TU Bergakademie Freiberg, ebenso den Keramikzirkel. Seine Teilnehmer führt er sogar jedes Jahr für Malexkursionen nach Garga auf die Insel Rügen. Kurz nach der politischen Wende gründet er dann den Freiberger Kunstverein mit, der sich seitdem der Kunstförderung und Pflege widmet. Volker Träger übernimmt auch da die künstlerische Leitung mit, gestaltet Ausstellungen, plant und organisiert Kunstfeste in seiner freien Zeit. Sein Engagement bringt Künstler aus Sachsen, Freiberg und seinen Partnerstädten zusammen. Er inspiriert, motiviert und fördert. Viele seiner Schüler werden von ihm geprägt, aber auch in ihrem eigenen Stil bestärkt. Ihn persönlich erfüllt vor allem die Arbeit mit Kindern. Jede Woche trifft sich der 79-Jährige mit Grundschülern in Freiberg. Ob mit Stiften, Farben, Kreiden oder Ton,
Die kleinen Künstler dürfen sich in verschiedenen Techniken ausprobieren. Bei Kinderkursen ist es so, dass man möglichst die Ursprünglichkeit noch erhalten soll. Deswegen arbeite ich auch vorwiegend gerne mit den kleineren Kindern, weil die noch die inneren Bilder machen. Die malen also nicht noch Fotos ab oder noch Stillleben oder noch Blumen, sondern die wollen das malen, was sie ausdrückt. Und das, die dabei zu unterstützen, halte ich schon für wichtig und macht mir eigentlich viel Freude. Die zahlreichen Treffen bereichern nicht nur die Kinder, sondern auch ihn selbst. Mit den Freiberger Lernfüchsen der integrativen Kita Sonnenblume pflegt er daher sogar eine ganz besondere Verbindung. Regelmäßig lädt er die Knirpse zu sich an die große Staffelei ein. Auch für Kinder und Jugendliche von Migranten und Asylbewerbern setzt sich der Freiberger ein. Immer wieder initiiert Volker Träger Kunstprojekte und will damit weiterhin interkulturelle Begegnungen fördern. Herzlichen Glückwunsch, Gerd Bellmann und Volker Träger, zum Bürgerpreis 2015.